Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, Fairbus Simulator, dem Reisebus Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge sind wir von Hamburg nach Bremen gefahren. Da befinden wir uns jetzt in der Hansestadt, da oben steht's, Bremen. Und wir fahren weiter auf der Route 29 nach Wilhelmshaven mit dem VDL Futura FAD 2 in der 102. Oh, ist das laut hier. In der 122er Variante. So, wir checken erstmal wieder allein. Das Ticket. Bitte schön. Auf geht's. Oh, Dankeschön. Hallo, hier, mein Ticket. Nach Albeck falsch. Ja, warten Sie, Ihr Bus. Nö, ist noch keiner da, müssen Sie warten. Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. Natürlich. Guten Tag. Ja, es ist immer noch verdammt laut hier. Lassen Sie uns schnell alle einchecken. Ja, dankeschön. Ciao. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Ciao. Ja, danke. Ciao. So. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Ja. Mhm. Sind ausgestiegen, sind wir mit? Bin ich hier richtig? Danke ja, sehr. Sind sie. So, kommen danke. Sie rein hier. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja, sportlich sind sie unterwegs, ne? Ja, läuft bei ihnen. So, und die junge Dame noch. Ja. Dann haben wir alle, ne? Ich würde sagen, Klappe zu, Affe tot. Starten wir den Hubel. Türen zu. Und dann geht es los hier. Ah, Fahrtstart nicht vergessen. So. Blinker. Gang rein. Feststellbremse los. Und dann geht sie los, die wilde Fahrt. So, auf nach Wilhelmshaven. Radio wieder an. Ja, Wetter hat sich wieder geändert. In der letzten Folge hatten wir ja so ein bisschen Gewitter. Und jetzt haben wir da feinsten Sonnenschein. Das finde ich auch toll mit dem dynamischen Wetter. Hier sieht man noch ein bisschen so, dass es so leicht nass ist da vorne. Seht ihr? Aber das finde ich auch gut gelöst, ne? Das ist echt eine coole Sache. So. Guck mal, ein schöner, schöner Platz hier. Sieht echt gut aus. Und da nochmal ein Stream. So. Ja, das wird heute erstmal, ich weiß, werden wahrscheinlich schon einige Nörgel haben. Oh nein, nicht die letzte Folge. Nein, es ist ja nicht die letzte Folge. Es ist die vorerst letzte Folge. Und wir starten ja nächste Woche mit dem Tourist Bus Simulator durch. Ne? Deswegen werden wir dieses Projekt hier pausieren. Und sobald es dann mal wieder neue Updates gibt oder das Frankreich DLC kommt, dann gibt es ja auch wieder neue Folgen zum euren beliebten Fernbus-Simulator. Und das heißt, hier der Busfahrer, ne, aus der Region hier wird sich in den Flieger setzen und dann rüberfliegen nach Fuerteventura und ein bisschen Spanisch lernen und dann ein eigenes Unternehmen gründen, denn er ist jetzt so viel Bus gefahren hier in Deutschland und in Europa, dass er genug Patas gesammelt hat, weil die paar Mücken, die er verdient hat, zum Mindestlohn natürlich, sich ein Flugticket zu gönnen und nach Fuerteventura zu fliegen. Und ja, das machen wir dann auch. Bedeutet, Wilhelmshaven, Bus abstellen und dann geht's zurück in die Heimat und von Dortmund aus dann geht's dann nach Fuerteventura. Weiß gar nicht, fliegt da überhaupt ein Flugzeug? Keine Ahnung. Ja, in Dortmund schon, da gibt's einen Airport, ich weiß, aber ob es eben da in die Richtung geht, das weiß ich gar nicht. Müsste ich mal prüfen. Ein bisschen alles hier, mal ein bisschen alles leiser drehen hier. Es war alles zu laut hier. Platzen die Ohren hier. So. Wenn alles geklappt hat, ist heute Sonntag. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag. Ich meine, Sonntag wäre die letzte Folge dran gewesen. Weiß ich jetzt nicht. Ich wünsche euch einfach mal einen schönen Sonntag. So. Kommt nicht so viel momentan auf dem Kanal. Da verliert man schon manchmal so ein bisschen den Überblick. Kommt auch so immer richtig viel. Ihr kennt's ja. So. Und am kommenden Wochenende, also am kommenden Samstag, den 29.06. gibt es ein 2000 Abo-Special oder Spezial. Man geht ja immer in das Englische rüber. Ja, das heißt, das wollen wir ein bisschen zelebrieren. Also da wird es einen Livestream geben, wann der startet, inwiefern der startet.
wird noch bekannt gegeben. Und ja, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für alle die, die jetzt noch dazu gekommen sind. Es sind wahrscheinlich noch wieder ganz viele Leute mit dazugekommen. Und ja, einfach nur danke, klasse, krasser Support, viele Däumchen, viele Kommentare immer mit dabei. Und das freut mich. Und euch freut es auch, ne? Da ihr sehr viel Abwechslung hier auf dem Kanal bekommt. Und ja, schön finde ich das. Hör mal. Das ist klasse, wie man so im Pott sagt. Oder finde ich dufte. So. Los geht's hier. 136 Kilometer mit einer kleinen Pause, die wir einlegen müssen. Das kriegen wir in dieser Folge auf jeden Fall untergebracht. Und nachher noch eine Folge ETS 2. Heilbronn? Nee, gar nicht. Schwachsinn, wir haben Sonntag. Das hätte ich in der letzten Folge erzählen sollen. Und da ich noch nicht weiß, wie ich den Sendeplan nächste Woche gestalte, also grob weiß ich schon, sage ich erstmal nix. Gut, lassen wir es. Fällt mir sowieso schwer, aber sei es drum. So. Ne, das heißt, wir werden auch in Zukunft hier auf keine Bussimulation verzichten. Habe auch mal kurz überlegt, wieder um sie, aber ich habe dann eine Karte gefunden und die fand ich toll und dann hat das wieder nicht geklappt und habe ich gesagt, nö. Bussimulator 18, wie gesagt, habe ich momentan auch nicht so wirklich die Lust drauf und bevor ich einfach spiele, worauf ich keine Lust habe, lasse ich das lieber sein. Ne? Ich hoffe, das kann jeder verstehen. So, gucken hier. Gucken wir mal. So. 17:29 werden wir da sein. Warum sollen wir dann um 17.30 Uhr noch eine Pause machen? Oder um 17 Uhr, ne? Laut Fahrplan hier. Was ist das denn für ein Humbug? Da fahren wir durch. Hör mal. Außerdem gibt es ja Toiletten hier. Sollen sich mal nicht so anstellen, die Fahrgäste hier. Gehen wir noch mal ein bisschen hier in die Ansicht der Fahrgäste. Ja, die haben echt ein entspanntes Fahren hier, ne? Schön, schön lichthell alles. Super toll. Gut, denen geht's gut hier. Oh, ja. Und weiter geht's. Ja, was gab's ansonsten, was Simulations angeht für Neuigkeiten? Toll. Immer Quatsch der dazwischen hier vom Radio. So, jetzt kann ich weiter erzählen. Es kam ein paar neue Simulationen raus. Und zwar kam der Police Simulator 2018 raus. Der heißt jetzt Police Patrol Duty Hast du nicht gesehen Simulator und soll jetzt auf einmal doch nicht so dolle sein. Ich werde das trotzdem nochmal beobachten. Ich habe das natürlich schon in der letzten Folge erzählt, dass es wahrscheinlich eine Blaulicht-Simulation geben wird. Ob die kommt, weiß ich nicht. Ich hätte auch noch eine andere in petto. Das ist eine Feuerwehrsimulation. Aber da ist die Steuerung so ein bisschen... Boah, weiß ich nicht. Da brauchst du ein Hochschulstudium für. Ne? Oder ein Abi. Oder musst studieren. Um das zu verstehen, ist ein bisschen tricky. Deswegen haben es auch schon studierende Leute gebracht. Ha! Grüße gehen raus. Und auf jeden Fall... ist es so, dass ja, das vielleicht noch so ein bisschen auf meinem Plan stand oder stünde oder die Polizei ist aber zügig hier unterwegs. So, und was kam noch raus? Ach ja, hier, Zusi in der Steam-Edition ist ja eher was in Richtung Zug-Simulation, wobei wenn ich mich noch nicht mal an Train Simulator rantraue oder an Trains in World, dann Zusi zu spielen, ich glaube da kriege ich ordentlich Kritik. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Ach, guck mal hier, der Phoenix Flo mit seinem Repaint. Sah ja nicht schlecht aus. Hat er irgendwie was von seinem, ne? Weil er auch in seinem Avatar hier auf YouTube sowas hat. Wo ich auch schon so einige seiner Repaints gesehen habe. Der hat mir den Design gebastelt für das für ETS 2. Und für den Scania und für den DAF.
15.48 Uhr. 49, haha. So. So, 80 Kilometer haben wir noch. Und gleich fangen die bestimmt an zu nörgeln um Punkt 17 Uhr, wenn wir keine Pause gemacht haben. Zur Not können wir gleich mal kurz rausfahren und eine Pause machen. Das ist jetzt nicht so das Drama. So ein richtig schöner Bausimulator wäre mal wieder was. Ja, wobei der Bausimulator 15 ja eigentlich auch richtig geil ist. Warum es dafür keinen geilen Nachfolger gab. Da gab es nur diese ganzen Handy-Games und diese Minigames und diese... Ach, weiß ich nicht. Also richtig schöne Bausimulation, ne? Ach, auf sowas hätte ich ja mal wieder Bock. Abgesehen, dass es für LS irgendwie jetzt auch Baukram gibt, aber LS ist immer noch LS, finde ich persönlich, ne? Für den, den es gefällt, ne? Manche machen ja auch eine Feuerwehrsimulation draus, wo ich mir denke, ah ja. Brudi muss los. Wobei das mit den Straßendingen, ja gut, es ist halt Geschmackssache, ne? Aber es ist halt mal was anderes. Was war das denn? MAN Lions Coach, ne? Jo. Wieso hält der da hinten? Hä? Ja, die KI, ne? Ich erwähnte es gerade schon. Ist manchmal nicht so pralle. So. Oh. 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 Außenfahrten sind für mich immer noch eine Katastrophe. Ihr merkt schon. Das kann er irgendwie nicht. Mal zum Überholen ansetzen. Ah, jetzt nicht. Es prescht da gerade einer vorbei. Aber jetzt könnten wir. So. Wahrscheinlich muss ich jetzt gleich wieder rechts abbiegen. Gehen wir mal ein bisschen Zunder hier. Weil der geht gut, der VDL. Also mir gefällt er persönlich sehr, sehr gut. Es macht sehr viel Spaß, mit dem Bus zu fahren. Die anderen Busse auch, ne? Bei dem finde ich echt cool. Ach ja, stimmt. Hatte ich im letzten Mal vergessen zu erwähnen. Und zwar hattet ihr auch gefragt, warum es kein Setra Lizenz gibt, warum die Comfort Class heißen. Ja, aus lizenzrechtlichen Gründen. Ob ich da jetzt unbedingt Setra-Symbol drauf habe, muss mit Lizenzen ist vielleicht schöner. Aber ich finde, wenn man Lizenzen immer hat, ich weiß gar nicht, wie es ist. Ich denke mal, da muss man auch dann Geld dafür bezahlen, ne? Oder bekommt man Geld dafür? Das ist eigentlich auch mal eine Frage. Kann ich den Timo mal anschreiben, wie das so ist. Vielleicht kann er was dazu erzählen. Oder vielleicht darf er auch nichts dazu erzählen, aber das könnte ja mal sein, dass er da auch eine Info hat vielleicht. Weil sowas würde mich auch mal interessieren, ne? Ob man sich Lizenzen einkaufen muss oder ob die... Ich denke mal so, dass TML dann herangetreten ist an die und hat gesagt, hier, hallo, IBIMS 1 Fernbusentwickler oder hier Busentwickler, hier Spiele, hast du nicht gesehen, Gedöns. Und ja, ich hätte da mal gerne eine Lizenz. Na, so wahrscheinlich nicht, aber irgendwie so anders. Ihr wisst, was ich meine. Oh, Nachrichten. So Leute, schmeißen wir nun einen Blick auf das Wetter. Leute, heute wird es sonnig mit vereinzelten Wolken. Dabei bleibt es wohl heute niederschlagsfrei. Er hat schon gerechnet. Ja, wäre schön, 20 Grad. Das habe ich noch nicht mal nachts hier. So warm ist es. Hä? Was? Hey, jetzt sind 35 Grad draußen, Digga. Ist natürlich fiktives Radio, ne? Aber ist trotzdem cool. Zumindest versuchen wir es. So, wir sind gleich schon da, Leute. Nice, Wilhelmshaven. Ohne Pause gemacht und die haben noch nicht mal gemeckert. Wahrscheinlich, weil wir so schnell unterwegs sind. Guck mal. Ach, der ist ja zügig unterwegs. Eigentlich könnte man ja noch mal eine Pause machen, aber nö. Sehe ich jetzt nicht ein. Ja, bald, wo ich da hinfahre, da wird es richtig warm, ne? Fuerteventura ist auf jeden Fall richtig gut. Und, ja gut, da werden wir auch mal in den Bus fahren. Ihr hattet schon mal so ein bisschen geleakt, so nach dem Motto, dass es dort enge Passagen gibt. Also ist wieder was für mich. Also nichts für mich. So, jetzt sind wir in Wilhelmshaven. Haben direkt nochmal das Ortseingangsschild mitgenommen hier.
Ach, guck mal, was ist denn da hinten? Hör mal, das sieht ja gut aus. Oh, der Baum hängt aber richtig runter hier. Aua, aua. So. Ach, das ist das Hafengelände da hinten. Ach so. Ein bisschen zu schnell unterwegs, ein bisschen vom Gas. Da war ein Blitzer. Hilfe. So. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in Kürze Wilhelmshaven. Ja, wir bitten Sie, alles weilige Gepäck mitzunehmen und bla bla. Ne? So. Ich freue mich schon auf Fuerteventura, auf den Touristikbus-Simulator. Also da freue ich mich schon, weil die Tourist-Bus heißt ja nicht Touristik. Da werde ich dann auch mal hier den Heizdeckenverkäufer meines Vertrauens anrufen. Ne? Das ist nämlich der Edgar. Und der Edgar kommt da mit und macht dann hier schöne Heizdecken verkaufen und so, ne? Und Töpfe und sowas. Da machen wir schöne Butterfahrten auf Fuerteventura. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird lustig immer. So. Na komm, wer grün hier? Papa hat keine Zeit. Der Flieger geht um 21 Uhr. So, los geht's. So, ich glaube, wir müssen rechts. Und dann sind wir auch gleich schon hier in Wilhelmshaven angekommen. Ich mache mal das Radio wieder aus. So, dann haben wir es gleich geschafft, liebe Freunde der Sonne. Und dann gucken wir mal. Und weiter geht's. Könnte hier jetzt aber auch grün werden, ne? Das nennt man dann intelligente Ampelschaltung, aber dem ist leider nicht so. Na komm. Ach Mensch. Da ist auch schon unser Halt, guck mal. So. Das soll ja auch ein bisschen so Storytelling haben, ne? Dieses, wie heißt das? Dieses, Touristic Bus Simulator. Ach, wir müssen ja einmal drehen auch noch. Oh Gott. Drehen wir einmal hier. Da hinten ist so der Hafen, ne? Guck mal, sehen wir mal. Ja, da hinten. Ich kann auch hier lang fahren. Komm, fahren wir hier lang. Oh, hier sind wieder so welche Huckel. Ist jetzt egal, ob ich darum fahre oder darum. Verkehrsberuhigter Bereich hier. Kurz hier drüber. Oh. Ah. So. Und weiter geht's. Müssen wir da vorne wieder rechts. Oh, jetzt haben die grüne Welle hier. Oh. Super Q. Ah ja. So, das schaffen wir noch. Sehr gut. Und jetzt rum hier. Oh, jetzt springt die Ampel wieder rum. Ach, Mano. Eine schöne Ladekrine da vorne, ne? Auch nicht schlecht. Ja, die Fahrgäste entspannen sich hier noch. So, da müssen wir rechts und dann sind wir dann gleich an unserem Zielort und der vorerst letzten Folge. Ja, ich weiß, Leute. Ihr müsst jetzt keine Taschentücher rausholen. Das ist ja nicht das Ende. Ne? Sondern es geht ja weiter nächste Woche mit Reisebus. Ne? Zwar auf Fuerteventura. Aber ich denke, woanders ist auch schön. Ne? Wie man immer so schön sagt. Wobei, nirgends ist zu Hause halt schöner. Ne? Das ist ja auch wieder so ein typischer Spruch hier. So, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt hier ein bisschen schneller... Ach, nee, komm, lassen wir es. Ich glaube, mit 20 darf man drüber fahren, hat ihn mir mal geschrieben. Na komm, wer grün hier? Oh. Das ist ja grauenvoll.
Bei der Hitze muss man immer viel trinken. Ich habe hier so eine Apfelschorle, total lecker. Und immer viel Wasser trinken bei der Hitze. Das ist nämlich so warm hier. Glaubt ihr gar nicht. Heute geht's noch, ne? Weil im Livestream immer hier, wenn du Livestream hast, hast du dann nochmal die ein oder andere Beleuchtung an. Das ist dann nochmal so ein Tacken extremer. Wobei, das geht jetzt hier eigentlich. So, jetzt gucken wir mal. Kommen wir da rum? Jo. Jetzt ab hier über die Kreuzung. Blinker raus. Und dann sind wir angekommen. Jetzt sagen wir, sind wir schon da? Wenn doch ich nur keiner. Vorher gewusst hätte, wie schnell und günstig Fernbusse sein können. Ja, dann hätten sie. Richtig. So, wir nehmen mal Gang raus. Machen mal hier den Motor aus. Und Blinker aus. Machen die Türen auf. Und dann lassen wir die Fahrgäste einmal aussteigen. Öffnen noch die Luken hier. Und, ach, guck mal, zu Lesko wollte ich sowieso mal rein. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's vorerst mit dem Fernbus-Simulator. Ich hoffe, hier die Let's Play-Reihe hat euch vorerst gefallen. Ne? Da hinten ist noch der Reweka. Ah, guck mal, cooles hier Graffiti. Sehr nett. Okay. Ja, wir machen jetzt hier erstmal eine Pause im Fernbus-Simulator. Spätestens zum Frankreich-DLC sind wir wieder da. Das heißt, dann werden wir wieder hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz und dann auch zukünftig in Frankreich unterwegs sein. Ja, ich packe jetzt hier alles ein, mache den Bus soweit klar und fahre zurück. Flieger geht um 21:30 Uhr, Check-in 21 Uhr und dann geht's los nach Fuerteventura. Ne? Kurzhose ist eingepackt, Egon ist auch mit dabei, Egon, Eggert, whatever. Auf jeden Fall werden wir ein paar Heizdecken verkaufen und auch dementsprechend ein paar Töpfe. Und werden Rundreisen anbieten. In unserem kleinen Unternehmen mit den paar Kröten, die ich habe, werde ich mein eigenes Touristik-Imperium aufbauen. Ne? Oder Butterfahrten-Imperium. Das ist eigentlich auch ein cooler Titel. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch, sofern heute Sonntag ist und die Folge am Sonntag kommt, einen schönen Sonntag. Ansonsten noch einen schönen Tag. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, sag mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Busfahrer, der Homer.